Ja, herkommen ist gerade leider schwierig, aber ich glaube, wenn man unsere Podcasts hört, dann bekommt man schon viel von uns mit. Wir sind kurz vor Ostern damit gestartet und das Format sieht so aus, dass ich mich ungefähr einmal die Woche mit unserer Direktorin oder den einzelnen Mitgliedern aus dem wissenschaftlichen Kollegium darüber unterhalte, wie Corona sich auf unsere Arbeits- und Forschungsbereiche auswirkt. Unseren Podcast findet man natürlich einmal bei uns auf der Website apb-tutzing.de. Da sieht man die neueste Folge immer oben bei den aktuellen News durchlaufen. Und dann findet man den Podcast auch auf allen gängigen Portalen, wo man Podcasts oder Audiodateien findet. Das ist einmal Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts und man kann ihn auch über YouTube abrufen. Also die Themen ergeben sich ein bisschen durch die ja, wissenschaftliche Expertise unseres Kollegiums. Wir orientieren uns einfach immer dran, zu welchen Themen wir besonders viel zu sagen haben. Also am besten regelmäßig auf der Website vorbeischauen, dann verpasst man nichts.